Wie wichtig sind Medien für Sie? Medien spielen eine ganz, ganz große Rolle. In der Sparkasse beschäftigen wir uns auch sehr mit dem Thema Wirtschaft und Geldanlage, und die Medien beeinflussen sehr die Kurse an der Börse. Medien sind für mich, da ich noch berufstätig bin, schon sehr wichtig. Medien ist ein Teil der Gesellschaft und ich finde es gut, wenn junge Leute sich damit beschäftigen. Einmal die Tagespresse, unsere Hannoversche Allgemeine Zeitung zum Beispiel, und auch das Internet mit E-Mail-Verkehr, Fax, Telefon. Ah, das Internet, die Zeitung. Morgens lese ich immer die Hannoversche Allgemeine. Das ist so. Und dann lese ich noch so ein paar Fachzeitschriften. Warum ist es wichtig, den Umgang mit Medien zu lernen? Medien haben in unserer Gesellschaft eine ungeheure Bedeutung. Ich glaube, noch nie war die Rolle der Medien in einer Gesellschaft so stark wie heute. Ich denke mir, in der heutigen Zeit brauchen wir das einfach, um schneller kommunizieren zu können, schneller antworten zu können. Die Anforderungen werden immer größer. Ich denke, in der heutigen Zeit ist für jeden Jugendlichen, Schüler, Schülerin der Umgang mit den Medien ein Muss, und auch die richtige Nutzung von Medien, auch um zu lernen, welche Gefahren da drin stecken können. Weil Medien unsere ganze Gesellschaft bestimmen und beherrschen. Was ist Twitter? Ja, Twitter, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt mal... Meine Tochter, die ist 15, die kennt sich damit sehr gut aus. Ja, diese Frage habe ich befürchtet. Ich twittere selbst nicht, aber soweit ich informiert bin, ist es eben ein Instrument, um sich mit anderen über die Computer unterhalten zu können. Twitter ist ein Network, so wie Facebook. Irgendeine Internetplattform, so eine Social Community, denke ich, ist das. Nutzen Sie soziale Netzwerke? Ja, weil ich gute Freunde, Bekannte und Familienmitglieder habe, mit denen ich so ganz gut in Kontakt treten kann. Die sind mir noch ein bisschen gruselig, muss ich gestehen. Also ich sehe zwar in Libyen und in Ägypten vor allen Dingen, dass die ganz wichtig werden können, auch politisch ganz wichtig werden können. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken, dass man da auch Meinungen manipulieren kann. Ja, Facebook. Ich bin angesprochen worden mal von ehemaligen Schülerinnen. Und da habe ich mich dann angemeldet. Und seitdem sind da auch Kontakte da. Ich nutze keine sozialen Netzwerke aus Sicherheitsgründen. Ich erlebe auch, dass über soziale Netzwerke, zum Beispiel über Facebook, auch über Schüler-VZ oder Studi-VZ, ganz massiv gemobbt wird. Oder dass da eben ganz böse Seiten aufgebaut werden, Hassseiten gegen Menschen. Und das ist mir gruselig. Nein, momentan nicht. Warum nicht? Ja, das ist einfach verblieben, weil ich damit nicht so gut umgehen kann wie ihr.